Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Verplan zu. Mein Name ist Knork und ich freue mich, dass du dabei bist. Das Problem auf der Brücke hat sich anscheinend gelöst, indem wir einfach in der letzten Folge die Umrandung angebracht hatten. Dadurch haben die Leute ein höheres Sicherheitsgefühl bekommen und nutzen jetzt die Treppe und dadurch staut sich das wahrscheinlich woanders. Aber der Stau auf der Brücke ist nicht mehr aktiv. Aber aktiv ist immer noch das Problem mit den Mitarbeitern, dass die ihre Räume nicht finden. Und aktiv ist immer noch, dass wir eine Community-Herausforderung haben, die aktuell 0 Minuten noch läuft, aber da wir sowieso nicht dran teilnehmen, ist das sowieso irrelevant. Ich hatte einfach nur gehofft, dass wir mittlerweile eine neue haben, aber ist noch keine neue hinzugefügt worden. So, ansonsten würde ich mich gerne tatsächlich heute um das Getränkeproblem kümmern, beziehungsweise ein bisschen verschönern. Wir verschönern nicht die Sache, sondern, pass auf, ja, Kaffee am Büffel, okay, wurde erforscht, sondern ich würde gerne das hier alles irgendwie in so einen großen Markt packen. Also so ein riesen Gebäude, wo ich dann die kompletten Getränke und Fressanlagen hinsetze, wo die Leute sich dann hinsetzen können, chillen, ne, und dann, weiß ich nicht, die Umgebung vielleicht noch genießen, vielleicht ein paar Vivarien einbauen, dass die dann noch gucken können, während die essen, schöne Vogelspinne gucken, während die einen Hamburger schnabulieren. Und das würde ich gerne heute anfangen. Ich glaube nicht, dass ich heute fertig werde, aber wir können es ja mal versuchen. Und ich hatte mir überlegt, wir machen das große Gebäude einfach hierhin. Hierhin. Das ist ein optimaler Platz und dafür setzen wir jetzt schon mal die Grundsteine oder beziehungsweise planen jetzt erstmal. Und ich gehe jetzt erstmal auf Bau und dann sage ich Architektur, Wände und wie war das denn jetzt nochmal? Klassisch oder wie hieß das Ding jetzt nochmal? Warte, ich gucke nochmal ganz kurz. Ich versuche die Zeit zu überbrücken, indem ich jetzt einfach irgendeinen Schwachsinn laber und gucke mal. Ziegelwand, okay. Wir gucken mal. Ziegelwand. Das ist alles an Ziegelwand? Really? Kann doch nicht sein. Bin ich jetzt blöd? Keine Antwort. Keine Antwort, bitte. Pass auf, das ist eine Ach so. Entschuldigung. Das ist keine Ziegelwand. Nein, es ist eine Ziegelkomma-Wand. Ach so, ja, natürlich. Ach, wer kennt das nicht? So, pass auf. Ziegelwand, da haben wir sie doch. Warum nicht gleich so? Ziegelwand, so, die würde ich gerne nicht hier platzieren, sondern so hier irgendwie hinzufügen. Warte mal, wir machen das irgendwie so. So habe ich mir das vorgestellt. Das ist die Grundsteinlegung für das überdimensionierte Gebäude. Ich habe ein bisschen Angst. Okay, auf jeden Fall hatte ich mir überlegt, oder beziehungsweise kann ich dir sagen, wie ich darauf gekommen bin. Und zwar damals zu Rollercoaster Tycoon 3 Zeiten hatte ich immer am Eingang oder beziehungsweise in der Nähe vom Eingang ein Riesengebäude, wo ich alle Shops und so weiter eingefügt hatte. Und das sah ziemlich cool aus. Ich fand das damals ziemlich cool. Und deswegen habe ich die Idee einfach wieder aufgegriffen und würde gerne das im Planet Zoo jetzt irgendwie umsetzen. Wir müssen nur gucken, ob ich das so hinbekomme. Das ist natürlich die andere Frage. Ey! Warte mal kurz, ich muss mal erst Hallo sagen. Und zwar John Pershing, Hallöchen. Dann haben wir der Kassier, Hallo. Dann haben wir Schnuffel, ich wollte erst sagen der Kaiser. Anonymer Zoobesitzer, Hallöchen. Dann nochmal anonymer Zoobesitzer, anscheinend ein Zwillingsbruder oder eine Zwillingsschwester. Dann haben wir Lazy Raven, Hallo. Und dann haben wir alle begrüßt. Einen wunderschönen guten Tag. Und wir haben Tier ist hungrig, Polarwolf. Ich hoffe einfach mal, dass ein Tierpfleger jetzt kommt. Ich hoffe einfach mal, dass hier ein Tierpfleger kommt und der dann hier auch die füttert. Oder sehe ich das falsch? Warte mal. Hör mal, Mr. Fake News. Ich weiß ja nicht, ob sie es mitbekommen haben. Oder ist das nicht ausreichend hier? Vor allem, der krallt sich schon mal die Beute. Zieht die runter, weil der so gierig ist. Der Gierlappen. So. Ja, ja. Hungrig. Von wegen hungrig. So, Vinärforschung ist abgeschlossen. Und es müsste Kaffernbüffel gewesen sein. Okay. Wie sieht's hier aktuell aus? Suboptimal, würde ich sagen. Da geht noch gar nichts. Okay. Wir gehen jetzt einfach mal hier rüber und dann bauen wir das Gebäude weiter. Ich weiß, der ein oder andere wird jetzt wahrscheinlich so einen Brechreiz kriegen und sagen, eckig. Ja, musste leider mit klarkommen jetzt. So. Ich bin echt am überlegen, ob ich da Vivarien reinsetze. Das ist mir so spontan vorhin eingefallen. Warte mal, ich setze jetzt erstmal hier. Hallo, weiter und noch weiter und... Aber pass auf, zur Beruhigung. Nur zur Beruhigung. Ich werde auch ein bisschen, ein klein bisschen...
die Wände versetzen. Ich werde auch ein klein bisschen rund werden. Ja, du hast richtig gehört. Ich werde ein bisschen rund arbeiten. Und zwar werde ich hier eine kleine Rundung einbauen. Extra für dich. Nur für dich. Damit du keinen Brechreiz kriegst. Beziehungsweise, das geht gar nicht. Ich kann hier gar keine Rundung einsetzen. Lol. Ja, wie mache ich das denn jetzt? Also spontanerweise würde ich sagen, Mist. Gibt's nicht irgendwie die Möglichkeit, da irgendwie so ein bisschen rund... Nein? Okay. Ich hab's versucht. Es tut mir leid. Es tut mir wirklich ganz ehrlich... Oh, darf man so dreckig lügen? Nein. Okay, pass auf. Wir sagen jetzt erstmal beenden. Ach nee, Quatsch, gar nicht beenden. Und zwar möchte ich hier von Gruppe trennen. Das muss nämlich so ein bisschen schräg sein. So. So ist gut. So ist das perfekt. Okay. Löwe steht vor Inzucht. Okay, alles klar. Tier ist immer noch hungrig. Könnte da mein Tierpfleger nachgucken? Das wäre sensationell. Verbindlichsten Dank. Oh, warte mal. Wir können doch... Vielleicht kriege ich doch noch eine Rundung hier hin. Ich schau mal. Ansonsten... Nee. Sorry. Tut mir leid. Geht nicht. Gibt keine Rundung hier. So. Und dann... Ja, wie machen wir das denn jetzt? Wie machen wir das denn jetzt? Ich würde sagen, wir setzen das so. Und dann würde ich das gern... Es gibt hier keine 45-Grad-Winkel-Dinger, ne? Ich glaube nicht. Ich befürchte sogar nicht. So, wie machen wir das denn? Ach, immer mit den Ecken, ne? Weißt du, anstatt einfach alles gerade zu ziehen, ne. Wäre zu einfach. Könnte man ja in einer Folge fertig sein. Ja, sieht doch gut aus. Was meckere ich eigentlich immer? So, wie machen wir das jetzt hier am besten? Separates Gebäude, würde ich sagen. Separates Gebäude? Oh, oh. Ich hoffe nur, dass die Bankliebhaber jetzt mein Auge zudrücken und nicht meckern und sagen, ey, die Bank, ne? Die steht voll in der Mauer. Das akzeptieren wir nicht. Das ist eine Nulltoleranz. Ich hoffe nicht. Okay, wir packen das jetzt erstmal irgendwie so und... Warte. So, ne? Boah, sensationell. Also, manchmal glaube ich... Könnte theoretisch noch ein bisschen weiter nach rechts gehen, ne? Machen wir mal ganz kurz. Und zwar machen wir das mal hiermit, hiermit. So. So, dann gehen wir erstmal ein bisschen höher noch und ein bisschen weiter nach rechts. So ungefähr. Ja, sieht doch gut aus. So, dann würde ich sagen, Alpha-Status? Wieso Alpha? Wieso sind Japan-Kakerlaken schon wieder hungrig? Wo ist mein Tierpflegel? Tierpflegel, könnten Sie mal bitte sich darum kümmern? Ich bin gerade was Wichtiges am Machen. Was wirklich Wichtiges. Das wäre sehr nett. Danke. Thompson-Gazelle. Was ist denn hier bei den Thompson-Gazelle jetzt schon wieder los? Ich gucke mal ganz kurz nach. Ich glaube... Also wenn ich hier so ein VOD-Ride bauen würde, in Realtime, würde ich locker, weil die ganzen Komplikationen der Tiere noch dazukommen, würde ich locker, ohne Übertreibung, 10 Jahre dran sitzen. Mindestens. Was war das jetzt? Jetzt bin ich wieder raus. Was war jetzt gerade hier? Achso, Thompson-Gazelle, genau. Thompson-Gazelle. Wieso haben wir denn so viele? 4,2 Jahre Gold. Junge, wieso haben wir denn so viele? Ausgewachsen. So, erstmal weg. Dann gucken wir mal nach Alter. Okay, die beiden auch schon mal weg. Dann haben wir hier Gold. Da haben wir Gold. Die kommen auch weg. Silber kommt weg. Dann haben wir hier nichts. Kann auch weg. Silber lassen wir jetzt mal, weil die ziemlich jung ist. Dann haben wir hier Gold. Ja, komm, pass auf, das reicht jetzt erstmal. Wie viele Tiere lassen wir jetzt gerade frei? 7. 7 Tiere, 215 Blätter. Ja, ist gut.
Okay, Japan-Kakerlaken, was ist bei denen los? Was ist hier für ein Problem? Versorgung. Tier ist am Verhungern. Ja, Kollege, Wasser am Klo? Okay, Entschuldigung, Sie, Madam, waren Sie auf Toilette? Affe nochmal! Affe nochmal! Hast du jetzt aufgefüllt? Sehr gut. Ich glaube, sie hat Pause gemacht. Könnte eventuell sein, ne? So, wir rufen direkt noch einen Techniker, weil 69% ist nicht gerade viel. Wie sieht es hier aus bei den Eisbären? Bei den Eisbären haben wir aktuell ein Männchen. Aber das Männchen ist relativ alt schon, oder? Sehe ich das falsch? 10,1 Jahre? Ja, ist doch noch gar kein Alter. Sogar Silber, sehr gut. Tier ist am Verhungern. Ach, ha? Ja, aber haben die denn noch genug Kraft? Also die sind ja gerade am Verhungern, das kann ich nachvollziehen. Aber haben die noch genug Kraft, sich aufzurappen und zum Eisblock zu gehen und diesen Eisblock zu schmelzen, damit die Hunger nicht mehr hungern? Könnte mal noch ein Tierpfleger kommen? Die haben immer noch Hunger. Ich weiß ja nicht, ob ihr das so mitkriegt. Ich weiß gar nicht, wofür bezahle ich eigentlich Tierpfleger? Normalerweise müssten die doch sehen, oh, die sehen hungrig aus, da müssen wir aber sofort was machen. Dafür haben die eine Ausbildung genossen. Hoffe ich. Okay. Ich hoffe jetzt einfach mal. Nee. Oh, wie mache ich das denn da? Das habe ich nicht berücksichtigt. Ah, warte mal. Ich könnte doch rein theoretisch gesehen. Ich weiß nicht, warum die das da oben immer hinankern. Rastergröße machen wir auf 1 Meter. Nee, passt nicht. Schade. Passt leider nicht. Da müssen wir das ineinander verschieben. Das ist ja nicht das Problem. So, machen wir hier mal weiter. Und dann das hier trennen wir vom Gebäude und sagen reingezogen. So ungefähr. Und das gleiche machen wir natürlich auf der Seite hier. Mehrere Vivarien und Gehege haben Probleme. Ja. Und die Tierpfleger, die dafür zuständig sind, gleich auch. Das garantiere ich dir aber. Moment. Moment. Das soll nicht so flackern, deswegen. Und hier machen wir das natürlich auch noch. So, ne? Ja, ist doch gut. Sehr gut. So, was haben wir denn hier? Hungrig. Ist am Verhungern. Mhm. Wo ist denn mein Tierpfleger jetzt schon wieder? Sagt der Tierpfleger jetzt... Ach, weißt du... Tierpfleger wurde angefordert. Warum denn? Tierpfleger ist unterwegs. Ich hoffe auch, dass du Futter mit hast, Kollege. Ich hoffe jetzt einfach für dich. Weil wenn die verhungern... Tier ist verstorben. Altersschwäche, okay. Haben wir noch genug? 7 Pandas haben wir. Was ist denn hier los? Aber alles nur... Nee, da haben wir auch Männchen, okay. Krass. Wieso haben wir 7 Pandas? So, jetzt gucken wir mal ganz kurz bei den Japan-Kakerlaken nach, was da los ist. Der macht nur sauber. Ah, der ist unterwegs. Okay. Hast du Futter mit? Bitte. Bitte sag mir, dass du Futter mit hast. Nein. Warum auch? Okay, was macht er jetzt? Der hat sich das doch mal anders überlegt. Oder hat er irgendwas gerochen? Und hier ist verstorben. Echt jetzt? Jetzt brauchst du auch nicht mehr kommen, Tierpfleger. Ich könnte gerade ausrasten.
Echt? Wofür habe ich denn Tierpfleger? Wofür habe ich hier Tierpfleger? Guck mal ganz kurz, wie viele Tiere hier drin sind. 8. 5. Hä? Ja, 8 oder 5. Eins von beiden. Junge, Junge, Junge. Könnte mal ein Tierpfleger da kommen? Wo habe ich denn eine Tierpflegerhütte? Die habe ich doch hier. Warum sind die denn dazu nicht in der Lage? Warte mal, ich muss mal ganz kurz noch was gucken. Und zwar Mitarbeiter, Arbeitsbereiche, Arktis 2? Nee, Arktis 2 in diesem Arbeitsbereich im anderen. Okay, Arktis 2. Pass auf, Arktis 2. Arktis 1, Entschuldigung. Arktis 1. Wie viele Mitarbeiter von den Tierpflegern habe ich da? Arktis 1. 2. Ja, pass auf, dann Tierpfleger nochmal einstellen. Und zwar Arktis 1. Und der soll nämlich nur die Tiere füttern. Und dann stellen wir noch einen ein. Das war Arktis 1 umfasst auch das Rentiergehege, ne? Schau mal ganz kurz. Arbeitsbereiche. Arktis 1. Ja. Pass auf. Und zwar stellen wir dann noch einen ein. Ich war gerade am Gucken. Ah, den Mitarbeiter vor. Den Bonus muss ich ja noch hinzufügen. Oh, stimmt. Tierpfleger. So. Du arbeitest dann Gehege reinigen. Und im Arbeitsbereich Arktis 1. So. Dann bekommt ihr noch eine Fortbildung von mir. Die Tierpfleger haben viel zu tun, ne? Guck mal, im Startthemenbereich hohe Arbeitsauslastung. Ist natürlich nicht so gut. Okay, Afrika 2 hatte aber nur einen Stern. Warum? Arktis 1. Arktis 1, genau. Hier muss ich auf jeden Fall noch einen Bonus hinzufügen. Warte. Und zwar medizinische Versorgung. Habe ich doch schon. Aber irgendwo hatte ich noch einen Mitarbeiterraum. War das hier? Ja, hier war das. Medizinische Versorgung. Das hat automatisch eingestellt. Synchronisiert sich das? Aha, medizinische Versorgung. So, wo hatten wir denn noch einen Mitarbeiter? Hier, glaube ich, ne? Guck mal kurz. Nee, medizinische Versorgung. Ist gestresst, bla bla bla. Die Tiere sind gestresst. Wenn die wüssten, was im Backoffice alles abläuft, ne? Womit die gar nichts zu tun kriegen. Beziehungsweise keine Ahnung von haben, ne? Und dann erzählen die mir, die sind gestresst. So, machen wir das hier erstmal weg. Fuchigato. Dann kommen die auch weg? Die auch? Die zwei Verkäufer bleiben ja da, hatten wir ja mal festgestellt. Boah, geil, wie synchron das läuft, ne? Finde ich schon fett. Das finde ich schon sehr fett. Da würde ich nämlich dann gerne die Gebäude reinsetzen. So Getränke und Fressen und keine Ahnung was. Sieht auf jeden Fall besser aus. Und dann können wir den Platz hier eventuell nutzen für nochmal ein Gehege. Ja, das sieht, ich denke mal, besser aus. Gehe ich jetzt mal ganz schwer von aus. Aber ich würde, glaube ich, tatsächlich dann sagen, ich gehe auf 2 Etagen. Oder? Ne, pass auf, das ist zu hoch. Das ist zu hoch, dann machen wir lieber nochmal so eine 2-Meter-Wand da dran.
So, machen wir hier auch nochmal eine 2-Meter-Wand. Und hier nochmal eine 2-Meter-Wand. 2 Meter, 2 Meter, 2,9. Weil viel höher. Also, 8 Meter wäre, glaube ich, zu heftig. 2 Meter ist schon in Ordnung. So, und dann können wir die jetzt kopieren. Dann kopieren wir die beiden und dann können wir die einfach rüberziehen. Wuppdiwupp. So, das gleiche machen wir hier auch nochmal. 2 Meter Wand. Achso, die Bank muss ich ja noch wegmachen. Bevor der Bankliebhaber kommt. Uiuiuiuiui. Das ist natürlich fatal. So, machen wir die mal kurz weg. Da ist irgendwas kaputt. Ah, apropos kaputt, ich muss die auch noch ersetzen, ne? Stimmt. Stimmt, das mache ich mal ganz kurz. Weil das ist das geringste Übel eigentlich. Hier alles ersetzen, alles ersetzen. So stellt man die Besucher am glücklichsten. Oder ziemlich, ziemlich glücklich mit wenig Aufwand. So, dann machen wir hier noch eine 2-Meter-Wand drauf. Also wie gesagt, alle, die jetzt Schnappatmung haben, wegen eckig bauen. Kann ich verstehen. Ich verstehe. So. Noch eine. Hallo? Ja, danke. Und dann machen wir hier noch eine Wand. Es will manchmal nicht so, wie ich möchte. So. Ist das jetzt eine separate? Nee. Machen wir hier noch eine 2 Meter Wand hin. Zwei, drei. Drei. Setzen wir hier noch eine hin und so. Das Gebäude ist fertig. Also, der Grundriss ist fertig. Der Rest wird natürlich noch fertiggestellt. Das sieht schon mal sehr gut aus. Oh, ich wollte schon sagen, Kollege. Ich wollte schon sagen, dass das die Japan-Kakerlaken sind. Weißt du, investierst gerade in neue Mitarbeiter und dann das wäre fatal gewesen. Ich glaube, ich werde das noch ein bisschen erweitern. Weiß ich aber noch nicht. Ich muss erst mal gucken, wie viel Shops da reinpassen und dann eventuell hier um die Ecke gehen. Das könnte auch geil aussehen. Aber den Kopf werde ich mir in der nächsten Folge zerbrechen. Ich bedanke mich fürs Zusehen, bedanke mich fürs Zuhören, wünsche dir noch einen schönen Tag. Bis dann. Tschüss.